dass er mich alleine gelassen hat, aber ging nicht anders, er hat Termine gehabt, gibt es jetzt hier ein Lonesome Rider Video wieder von mir. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Lehn dich zurück, lass ein Abo und einen Daumen da, wenn du Bock hast. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Dann haust rein, bis gleich. Ja, servus. Schön, dass du dabei bist. Ich bin heute hier am Applevoy Trail und am Handkäse Trail, also quasi an den Winterstein Trails. Wie das da so aussieht und was hier so passiert, das zeige ich dir in diesem Video. Es gibt auf jeden Fall Anlieger, Tables, kleine Kicker, geile Trails, Matsche, Pfützen, vielleicht schöne Aussicht, nasse Wurzeln. Also quasi geht es da weiter, wo es im letzten Video aufgehört hat. Sven ist leider schon abgehauen. Ja, dem hat das mit dem Zelt gut gefallen, aber der hatte noch Termine, also der musste weg. Deswegen bin ich heute hier alleine, also ich lasse langsam gehen. Und du siehst, die Sonne scheint, ja. Wir sind wieder zusammen, du bist im Trockenen, ich bin hier unterwegs. Der Bolide ist fertig. Ich habe wieder meine Gummihandschuhe unter meinen normalen Handschuhen, denn wenn kalt ist, ist scheiße. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Viel Spaß beim Video. Bis gleich auf dem Trail. So, ich bin an den MTB Trails Winterstein. Hier an dem Handkies Trail, der geht hier rein. Der sieht hier schon sehr steinig aus. Den werde ich auch gleich fahren. Aber als erstes gibt es jetzt den Applevoy Trail. Das ist nämlich der zweite Trail, der hier ist. Und ja, die starten alle hier oben an dem Turm hier, der in den Wolken hängt. Und der Applevoy Trail startet da drüben. Applevoy. Applevoy, ja. Also Apfelwein, damit man mal weiß, was das heißt. Ja, mache ich jetzt auch hier. Das ist schon mehr so, dass das mir Spaß macht. Also bergab fahren und natürlich, klar, auch hier ein bisschen strampeln, aber das ist ja immer noch im Rahmen. Ja? Außerdem, dafür wird man ja auch gleich belohnt. Das muss man ja auch immer noch mit unterstreichen. Wie schon mal gesagt hat, dass heute glatt ist hier. Habe ich eigentlich schon gesagt, das siehst du nicht. Das siehst du nicht. Wie? Was das hier ist. Ja. So. Dann geht es hier so lang. Immer noch hier an der Pedale bleiben. Der spaßige Teil beginnt aber jetzt.
Wow. Oh, sorry. Ja, sorry, ich habe nicht weit genug vorausgeschaut. Ja, die haben auch nicht abgesperrt. Ach. Die eine Krähe, der andere kein Auge aus. Ach, was. Okay, danke schon mal für alles, ja. Sehr geiler Trail. Weggerutscht, direkt vor dem Sprung. Boah, das war natürlich jetzt übel. Eieieiei. Junge, das war. Boah, das war eine Nummer jetzt hier. Hoppa. Boah, hat mich so geschockt, jetzt bin ich hier voll aus dem Floh raus, Leute. Krass. Ach, scheiße. Voll raus aus dem Flow. Boah, scheiße. Das war Todeskampf, Leute. Das habt ihr nicht gesehen. Aber das war jetzt hier wieder des Todes. Boah. Okay. Wenn ihr den Ebblevoy Trail gefahren seid, dann fahrt ihr von ganz unten bis zu dem Turm hier 117 Höhenmeter wieder hoch. Also das ist eigentlich ja, ganz locker machbar. Dazu fällt mir jetzt nichts ein, warum die hier über einen offiziellen Mountainbike-Trail laufen. Weiß ich gerade nicht. Oh wow. Oh wow. Die Aussicht ist ja mal nice. Cool. Das ist nice, okay. Oh, das ist schön. Was ist das hier? Das ist ein Drop, da muss ich jetzt mal einmal kurz gucken. Wow. Der ist schon ein bisschen was höher. Also der Drop dahinter ist ein bisschen was höher. Der ist auch nicht überrollbar, habe ich jetzt gesehen. Das ist auch nicht überrollbar, Leute. Also hier vertut euch mal nicht, ja. Und boah, der hat einen ganz schönen Kick. Der kickt dich ganz schön raus hier. Das muss aber auch wollen. Das ist ein dicker Double gewesen. Dann geht's hier weiter. Das ist aber richtig geil, ey. Okay, was ist hier? Ah, guck mal, das ist hier auch ein Drop. Wow, was ist hier? Ach, den hättest du auch fahren können. Ja, die kannst du alle fahren, ey. Ich werde jetzt hier in den Handkies Trail fahren. Ich weiß allerdings noch nicht, wo der rauskommt. Deswegen hoffen wir mal, dass ich wieder raufkomme. Los geht's. MTB Trails Winterstein Handkies Trail. Der soll ein bisschen mehr oben zum Treten sein. Boah, hier ist er sehr steinig. Oh, der ist sehr steinig. Der soll ein bisschen mehr zum Treten sein, also so ein bisschen mehr, so ein bisschen flacher, aber im oberen Bereich nur. Da bin ich jetzt auch gerade tatsächlich, aber mit dem E-Bike kannst du hier schon gut, ja, doch, kommst du hier schon gut durch. Ne? Gucken mal. So, jetzt kommst du hier raus. Jetzt weiß ich gerade nicht, also
ich würde jetzt einfach mal hier. Ah, hier geht's weiter, okay. Ah, hier geht's weiter. Oh, ist natürlich hier auch sehr, sehr. Upsi. Sehr, sehr matschig heute. Und das ist hier sehr, sehr tretintensiv. Ja, das ist. Also hier setze ich mich mal hin und ich spule mal vor. Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Das ist doch hier im Arsch. Ich hab doch kein Mountainbiker mehr lang, Leute. Was ist das denn hier? Du Kacke, wie komme ich denn hier lang jetzt? Eieieiei. Kein Füßchen, bitte. Oh, die Aussicht ist aber nice. Ist aber der Trail ist irgendwie weg. Ach Scheiße, ich sehe gerade, ich hätte da auf die andere Seite fahren müssen. Du bist jetzt hier oben auf so einem Kamm. Aber das ist hier tot, ja. Ich bin immer noch am Treten, also der Trail hat irgendwie noch nicht wirklich begonnen. Oben ein kleiner Mini-Abschnitt. Die Aussicht ist natürlich schön, okay, aber so wegen der Aussicht bin ich jetzt hier nicht hingefahren. Auch, auf jeden Fall, ja. Aber ich will ein Mountainbike fahren, was ist hier? Damit holt ihr mich aber hier nicht ab, ey. Da werde ich ja nur nass, mehr nicht. In diesem Video siehst du den Handkäse-Trail, auf dem man nur trampeln muss. Der Trail, der eigentlich eine Tour ist, diese Tour hier weiter voranschreitet, auf dem sogenannten Handkäse-Trail, der irgendwie bis jetzt einfach nur ein Transfer-Trail zu irgendwas ist. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht genau. Ich lasse die Kamera auf jeden Fall an. Spule hier so ein bisschen durch. Ne? Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Wäre ich da auch rausgekommen? Okay. So, ja, was ist das denn jetzt hier? Hier ist doch wohl nicht der Trail. Leute, das sieht auf jeden Fall schön aus, aber ist das der Trail? Ich weiß es nicht. Nee, Leute, überhaupt nicht beschildert. Nee, könnte zum Fail werden heute. Nee, Leute, heute gibt es keinen Handkäse-Trail. Nee, also, das war jetzt Käse mit dem Handkäse. Also, nee, danke. Handkies gibt's nicht nochmal. Da fahre ich lieber tatsächlich ab hier. Oh, fuck. Mein Fuß gletscht nass jetzt wieder. Das ist nice. Zack. Oh.
harter Drop war das. Okay, da war ich für beide. Da war ich für beide zu langsam. Jetzt wird es hier ein bisschen steiniger. Noch ein bisschen fitschery. Hier ist schwarz. Ich fahr hier lang. Drop 1. Drop 2. Wow. Wow, 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 wow. Ah, locker. Ah, schön. Zu langsam. Ja. Viel zu langsam. Okay. Okay, okay. Anlieger, Anlieger. Anlieger. Anlieger, kleine Brücke. Hier sind auch irgendwie ein paar Sprünge, aber okay, hier. Hier runter. Hier rauf, hier drüber. Hier drüber. Oh. Hier. Hier auch. Zack. Hier. Oh, Holz, schön aufpassen, nicht lenken. Send it. Oh, der war ein bisschen was höher. Leute, der war ein bisschen was höher. So. Wir sind aber noch nicht am Ende der Fahnenstange. Fahren wir nochmal hier rein. Boah, richtig nass. Richtig nass die Füße. Schön. Oh Scheiße, da war. Oh nee. Da war ein Sprung. Oh, jo, 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 yep, yep. Okay, okay, okay. Ebbelvoy Trail. Sehr, 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 sehr nice. Kalte Füße. Sehr, sehr. Und nasse Füße. Sehr beschissen, ja. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und die Abfahrt, die war nochmal richtig schön. Das war der Ebbelvoy Trail im Taunus. Fahrt hier hin. Habt Spaß. So, das war's schon wieder mit dem Roadtrip. Mit Sven war ich am Feldberg. Mit Sven war ich nochmal am Feldberg. Und dann wollten wir eigentlich, also über dem Auge, dann wollten wir eigentlich noch zum Ebbelvoy Trail zusammen. Aber Sven hat der Termine, der musste weg, habe ich ja schon gesagt. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier ready, fertig. Ich war jetzt gerade noch im Feinkostladen und habe mir hier noch so einen Kartoffelbrei mit Fleischklößchen geholt. Mmh, so ein Traum, ja? Oh. Besser hätte ich es nicht machen können. Egal, du hast den Ebbelvoy Trail gesehen. Handkäse Trail war Käse. Beim nächsten Mal siehst du mich aber wieder auf dem Fahrrad. Also, wir sehen uns auf dem Trail. Bleib sauber und geh raus. Scheißegal, was für ein Wetter ist. Pass auf, ein kurzes Fazit. Zu den Winterstein-Trails wollte ich dir noch eben geben, wollte ich dir noch eben da lassen, damit du vielleicht für dich entscheiden kannst, ob du hier hinfahren möchtest. Ja? Also Ebbelvoy Trail, richtig, richtig nice, richtig geil gebaut von den Jungs da draußen, richtig anspruchsvoll, kannst du richtig ballern, kannst du auch locker fahren. Viele Sachen sind überrollbar, bei manchen ist ein Loch dazwischen, da musst du schön aufpassen. Manche Drops kannst du nicht überrollen, die musst du auch fahren. Ja? Aber es gibt immer eine Chicken Line, also du kannst immer drum rumfahren, das ist gar kein Thema. Auf jeden Fall kannst du hier hinfahren. Handkäse Trail, ja, hast du gesehen, habe ich abgebrochen. War mir zu viel Transfer, vielleicht wäre der am Ende noch gut gewesen, hätte ich dir gerne gezeigt, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe auch jetzt 3 Tage kalte Füße gehabt und nasse Füße, ja. Und Matsche satt. Und irgendwann ist es auch gut, weißt du. Das waren im Prinzip jetzt so meine letzten Vorbereitungen für die Enduro One Bad Wildbad. Da nehme ich dich natürlich gerne wieder mit auf den Trail, wenn du da gerne dabei sein willst. Dann schaltest du einfach ein. Dann sehen wir uns in Bad Wildbad, mein Freund. Mach's gut. Ciao.